und Decke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Seit vielen Generationen im Familienbesitz bietet das Hotel Weiland in Lahnstein inmitten des UNESCO-Weltkulturerbes attraktive Möglichkeiten für Urlaubs- oder Geschäftsreise. Verkehrsgünstig im Zentrum von Oberlahnstein gelegen, finden seit vielen Jahrzehnten Wanderer, Radfahrer, Kulturinteressierte wie Businessgäste ihr spezielles Lieblingsangebot in diesem gut ausgestatteten Hotel. Unser Haus ist ein Familienbetrieb, wurde 1851 schon beim Ur-Ur-Urgroßvater Johann Weiland gebaut und eröffnet. Und wird seitdem im Sinne rheinischer Gastlichkeit von unserer Familie betrieben, wurde immer bisher vom Vater an den Sohn weitergegeben. Und jede Generation hat sich den äußeren Gegebenheiten angepasst, weil in 150 Jahren ist ja einiges in der Region, was sich verändert hat. Und daraufhin haben wir bis heute eigentlich immer guten Erfolg gehabt und hat immer unsere Familie ernährt. Seit 1851 von der Familie geführt, wurden natürlich gerade im Laufe der letzten Jahre umfangreiche Um- und Erweiterungsmaßnahmen notwendig. Ursprünglich war das Stammhaus das in der Mitte, wo die Restauration drin sich befindet. Und 1980 haben wir ein Nachbargebäude dazu gekauft, was auch ein Gasthaus war, haben da dann sukzessive zusammengeführt und haben damit unsere Hotelkapazität verdoppelt. 2001 konnten wir dieses Gebäude dazu erwerben. War leider baulich nicht mehr sehr gut im Zustand, damit blieb nur der Abriss und wir haben dann hier einen Neubau hingestellt und das hat uns endlich die Chance gegeben, unseren Betrieb den Gegebenheiten wieder so anzupassen, dass er als wirklich attraktiver Hotelbetrieb im Mittelrheintal Weltkulturerbe zu nutzen ist. Individuelle Zimmerausstattungen erlauben für jeden Anspruch, das Optimale zu finden. Wir haben Gästezimmer in 5 Ausstattungsvarianten, auch das ist dem geschuldet, dass halt eben im Neubau Dinge verwirklicht werden konnten, die im Altbau nicht mehr umzusetzen waren. Dann haben wir die Zimmer, die vom Grundriss her größer sind, Ambientezimmer im Altbau eingerichtet, die alle individuell eingerichtet sind. Im Neubau haben wir Designzimmer, die halt eben hauptsächlich von Businesskunden genutzt werden. Heute selbstverständlich, aber quasi unsichtbar, die technische Ausstattung des Hauses. Da wir im Rahmen des Neubaus auch das Bahnhofsgebäude zum Beispiel dazu nehmen mussten, haben wir zum Beispiel eine PV-Anlage, also eine Solaranlage auf dem Bahnhofsdach installieren können, dass wir einen Teil unseres Stromes, den wir verbrauchen, selbst machen können, wenn wir beim Thema Energie sind. Wir haben technische Dinge umgesetzt, wir haben ein Energiemanagement im kompletten Hotel eingebaut. Die ganze Hotelsteuerung wie Licht, Energiezufuhr, Heizung und so wird alles vollautomatisch mittlerweile gesteuert. Der Gast im Hotel Weiland kann sich auf eine umfassende Beratung zu den Möglichkeiten der Region freuen. Dazu kommen spezielle Angebote des Hotels. Mit diesem Umbau waren wir in der Lage, Flächen, die wir im Hotel nicht mehr nutzen wollten, weil sie sich einfach dazu nicht angeboten haben, haben wir Zusatzangebote angegliedert. Wir haben zum Beispiel im Nachbargebäude eine Naturheilpraxis eingerichtet, die von meiner Schwester geführt wird. Und da sind wir sukzessive Programme am Ausarbeiten und am Ausstatten, dass Gäste im Weltkulturerbe Mittelrheintal etwas für ihre Gesundheit tun können. Wird sehr gut angenommen und wird im Laufe der nächsten Jahre ausgebaut. Wir haben gegenüber im Bahnhofsgebäude, was ja zum Hotel gehört, haben wir mittlerweile einen Fitnessclub eingerichtet. Und zum Jahresende wird der Bahnhof dann nochmal, das Bahnhofsgebäude nochmal umgestaltet. Unsere Hotelparkplätze werden neu angelegt. Zentral und doch ruhig, gemütlich, aber doch modern, vielfältig, aber individuell. Insgesamt stellt das Hotel Weiland ein Domizil dar, das den Aufenthalt in jeder Hinsicht sehr angenehm macht. Mit dem hauseigenen Komfort, den umfangreichen Serviceleistungen und der perfekten Anbindung an Stadt und Land kann das Hotel Weiland jeden Gast überzeugen. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Präsentiert von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn. Entdecke Rhein-Lahn. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise durch den Rhein-Lahn-Kreis. Immer am Dienstag und Donnerstag bei uns im Programm.